Fakt ist, sie sind 12 Punkte vor uns. Sie sind Favorit. Sie wollen zu Hause ihre Spiele gewinnen. Sie haben keine Niederlage zu Hause bis jetzt. Es sind allesamt Herausforderungen, die wir annehmen müssen und wollen. Die Mannschaft, wie der Trainer schon sagt, freut sich auf das Spiel, weil wir kommen zum Tabellenführer und wir wollen zeigen, dass wir doch die Qualität haben, dass wir dort vorne auch mitspielen können. Und deswegen nehmen wir das Spiel natürlich voll ernst und gehen konzentriert ans Werk und hoffe, dass wir da auch Punkte mitnehmen. Fakt ist, dass ich am 14. November da unterschrieben habe und mich auf diese Arbeit da konzentriere. Es war eine schöne Zeit. Das ist im Fußball eben so. Für mich persönlich jetzt momentan ist es ein Spiel wie jedes andere. Wie es mir dann am Sonntag im Stadion oder dann, wenn es, sie wollen mich da beleiludeln, glaube ich, mit irgendwelchen Verabschiedungen und mir da emotionale Dinge mitgeben, freut mich natürlich. Ist eine große Wertschätzung. Das ist alles kein Thema. Aber wie gesagt, wir freuen uns jetzt auf das Spiel. Man sieht auch, welchen Respekt sie Alltag erarbeitet hat. Das ist ja auch jetzt nicht selbstverständlich, was der Mario jetzt also gesagt hat, auch, oder was schon im Vorfeld gesagt, wir haben die letzten drei Spiele, wusste ich jetzt gar nicht mehr, kein Tor erzielt. Ich glaube, das sind alles Aufgaben, die wir dort zu erledigen haben. Und so haben wir uns auch vorbereitet. Trainingswoche, der Mannschaft versucht mitzugeben, wie wir dort agieren sollen, was ist wichtig, wie spielen wir. Vielleicht auch gegen eine Dreierkette und wie wir dann versuchen, sie auszuhebeln. Es werden vielleicht an Kleinigkeiten wird's liegen, dass man das Spiel gewinnt. Und da ist viel wichtiger, dass ich den Fokus halt mit der Mannschaft auf das Wesentliche und das ist das Spiel. Alles andere kann ich dann am Montag auch erledigen. Man sieht einfach, dass die Mannschaft sehr kompakt agiert, dass sie alles gemeinsam machen. Sie verteidigen gemeinsam und greifen an gemeinsam. Sie haben sehr viel Schnelligkeit in der Offensive. Dadurch sind sie im Umschaltspiel sehr, sehr gefährlich. Und wir müssen eben auch genau wie Alltag versuchen, als Mannschaft aufzutreten und in den Zweikämpfen besser zu bestehen als der Gegner. Dann, glaube ich, haben wir die Chance, Alltag zu schlagen. Und es wird ein intensives Spiel werden, das muss jedem klar sein. Da geht es viel um Zweikämpfe, viel um den letzten Meter zu gewinnen und das Laufduell zu gewinnen. Deswegen muss man 100% bereit sein und glaube ich, dann ist was möglich in den Alltag zu holen. Für SK Rapid und für die Mannschaft und für jeden Beteiligten ist jedes Spiel wichtig und ich denke, es geht um drei Punkte. Die wollen wir holen, unbedingt, ist kein Thema. Das wissen wir auch, dass dann gar nicht jetzt auf Alltag, sondern auf die nächsten, Platz 4 und 3, wo wir hin möchten, da müssen wir uns einfach unsere Aufgaben erledigen und da denken wir gar nicht jetzt zwei, drei Schritte nach vorne, sondern wirklich auf den nächsten Schritt und das wäre jetzt mit drei Punkten natürlich sehr wichtig, dass wir uns gut vorbereiten können dann in der Winterpause, damit wir dann auch diese Motivation spüren, die du brauchst dann auch, dass da vielleicht noch was gehen würde oder könnte. Am Ende liegt es ja nicht an uns, sondern wir müssen unsere Aufgaben erledigen und diese vier Mannschaften, dass jetzt alle vier kippen, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen in der nächsten Saison im Frühjahr. Deswegen müssen wir hoffen darauf, dass die eine oder andere Mannschaft dann vielleicht schwächelt. Das haben sie selbst in ihrer eigenen Hand. Das liegt nicht an uns. Ganz wichtig ist, dass wir den Fokus legen auf das, was wir tun und wirklich jetzt von Woche zu Woche denken oder von Spiel zu Spiel. Und jetzt einmal Alltag und dann soll sich die Mannschaft gut erholen. Und dann werden wir am 9. Jänner beginnen mit der Vorbereitung und dann versuchen, wirklich das bestmöglichste Ergebnis noch rauszuholen. Aber auch hier gar nicht jetzt Platzierungen. Es war kein leichtes Jahr, auch wie schon Christoph jetzt gesagt hat. Sondern wirklich auch dann wieder versuchen, die Punkteanzahl, das sehen wir dann eh nach 36 und was rauskommt, was haben die anderen da, und dann schauen wir, was ist uns noch gelungen. Und in ÖFB Cup haben wir auch noch. Das ist mir viel wichtiger, dass wir dann den Fokus legen auf die Dinge, die wir vielleicht noch beeinflussen können, wo wir von uns selbst abhängig sind und nicht dann immer hoffen, könnte das passieren oder das passieren und da brauchen wir Hilfe und da brauchen wir Hilfe. Also da bin ich schon einer, der versucht, dann den Fokus auf sich selbst zu legen mit der Mannschaft und das werden wir auch tun. Damir Kanadi ist zurück an Alltag Wirkungsstätte. Alltag empfängt Rapid im Schnabelholz. Die Gastgeber in den weißen Trikots beginnen von rechts nach links. Es gibt das Duell Grauwatz gegen Prokopitz, der geht leicht zu Boden. Schiedsrichter Muckenhammer entscheidet auf Freistoß für Alltag. Diesen Freistoß darf Andreas Lienert ausführen. Netzer. Strebinger, Zech, dann wieder Netzer, 7. Minute, das 1:0. Es ist zuerst beim Freistoß von Lienhardt kein Abseits von Netzer. Zech dann wohl auf gleicher Höhe mit Netzer, aber klar, ganz knappe Angelegenheit.
Kein Foulspiel anschließend von Zech, auch nicht von Netzer. Der trifft heute Strebinger unglücklich mit dem Schienbein am Kopf. Da ist Strebinger auch kurz benommen. Die Altacher gehen also nach einer Standardsituation in Führung. Es gibt zunächst kaum Strafraumszenen, viele Zweikämpfe dafür. Altach verteidigt sehr kompakt, Rapid fehlen die Ideen. 36. Minute bereits, Thurnwald probiert es aus der Distanz. Die Gäste aus Hütteldorf geben in der ersten Hälfte keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor ab. Daniel Kanadi kann überhaupt nicht zufrieden sein. Altach mit Interimstrainer Werner Grabherr führt zur Pause mit 1:0. 5 Minuten nach Wiederbeginn, Rapid über Linksverteidiger Schrammel. Quilitaia legt ab. Van Auer mit der Flanke auf Joelton. Der Brasilianer probiert es anschließend akrobatisch. Das ist der erste Schuss auf das Tor von Andreas Luxe. Der hat keine Probleme. Joelton aus Spitzenwinkel. Wenig später der Freistoß für die Gäste. Murg führt aus und Grauwatz kommt da einen Schritt zu spät. Die Altacher verteidigen weiterhin sehr diszipliniert, lauern auf ihre Möglichkeiten. Sehr geduldig, 55. Minute. Oberlin weiter auf Dovedan. Zweite Chance Altach, zweiter Treffer, das 2:0 für das Heimteam. Dovedan war in der 51. Minute für den verletzten Maud neu ins Spiel gekommen. Der Joker sticht also. Herrlich und richtig sehenswert gemacht in der Entstehung von Oberlin. Der behauptet sich toll gegen Dibon. Ideal weiter auf Dovedan. Der geht leicht vorbei an Auer. Erzielt sein bereits 7. Saisontor. Die Gastgeber mit viel Spielwitz. Wunderschöner Treffer. Die Altacher bestechen durch Effizienz. Rapid liegt mit 0:2 zurück. Wenig später der Freistoß für die Hütteldorfer. Grauwatz führt aus, das macht er perfekt. So schnell kann es gehen, der Anschlusstreffer für Rapid. Das Spiel ist in der 59. Minute wieder spannend. Grauwatz zirkelt den Ball stark über die Mauer. Kein Vorwurf an Torhüter Luxe. Er kann da gar nichts machen. Freistoß eine Minute später auf der Gegenseite. Aufgepasst. Lienhardt führt aus. Da ist wieder Netzer, der mit einem Doppelpack. Altach führt mit 3:1. Riesenjubel natürlich. Die Gäste aus Hütteldorf verteidigen das nicht gut. Netzer kommt freistehend zum Kopfball. Er erzielt erstmals in der Bundesliga 2 Treffer in einem Spiel. Gut auch die Vorlage von Lienhardt. Danach tut sich nichts mehr. Altach gewinnt mit 3:1 gegen Rapid. Herr Rosenberg, was haben die Altacher besser gemacht als die anderen? Ja, ich glaube, sie haben die Punkte oder die Partien gewonnen, die man vielleicht auch manchmal nicht gewinnt. Also da einfach entscheidende Punkte geholt. Ich glaube, dass Altach einfach eine gute, eingespielte Mannschaft auch ist. Und ja, ich glaube, dass es da noch so Dynamiken gibt, die dann helfen können. Ich glaube, dass Sturm am Anfang, dass sie so diese Dynamik hatte, wo man dann irgendwie auch vielleicht ein bisschen über den Erwartungen gespielt hat. Und ich glaube, dass Altach jetzt in der zweiten Hälfte oder jetzt gegen Ende das sehr gut genutzt hat und heute ja auch Rapid keine Chance gelassen hat. Ja, welche Rolle können die Vorarlberger Gerhard Weber spielen in der frühen Saison? Da fällt immer wieder jetzt der Vergleich mit Leicester City, dem Sensationsmeister aus England aus der vergangenen Saison. Ja, ich glaube, das kann schon funktionieren. Nicht? Aber es ist natürlich so, dass die Altacher als einzige Mannschaft nicht wirklich einen Hänger gehabt haben im Herbst. Und jede Mannschaft im Jahr immer einen hat. Also ich hoffe es nicht, dass es im Frühjahr so ist. Also wenn sie sich jetzt vorbereiten. Aber sie haben jetzt wirklich alle Chancen, dass sie da vorne mit dabei sind. Allerdings, Günther hat schon gesagt, das ist eine Spitzengruppe, die sehr eng beisammen ist. Das war schon lange nicht der Fall, dass 4 Mannschaften da jetzt um den Titel wirklich mitrittern können. Es wird sehr spannend im Frühjahr, glaube ich. Es wird auch keine, wird auch niemanden wundern, wenn sie dann Vierter werden. Aber es ist drinnen, dass sie den Titel holen können, ganz sicher. Ja, der Blick auf die Tabelle in der Tipico Bundesliga zeigt ganz deutlich, es geht unglaublich spannend zu. Altach also 2 Punkte vor Salzburg, 3 Punkte vor Sturm. Dann folgt die Austria mit 5 Punkten Abstand und Rapid hat schon sehr viel Rückstand, 15 Punkte. Sportlich natürlich schlecht, ja. Ich glaube, dass sonst für Rapid das ja wichtig war, weil sie das neue Stadion eröffnet haben. Also ich glaube, dass es da auch Dinge gibt, die,
die funktionieren. Oder das ist auch das Interessante bei Rapid, dass Rapid jetzt Fünfter ist, trotzdem mit Abstand den höchsten Zuschauerschnitt hat. Also das sind quasi fast deutsche Verhältnisse, also dass man sagt, okay, die Leute gehen ins Stadion, auch wenn die Mannschaft vielleicht nicht so gut spielt. Also das heißt, von dem her kann Rapid sicher auch zufrieden sein. Ich glaube, sportlich war es sehr turbulent und ich würde auch bezweifeln, dass immer die richtigen Entscheidungen getroffen worden sind. Welche Entscheidungen meinen Sie? Naja, ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob es so sinnvoll ist, während der Herbst, so während die im Laufen ist, quasi den Trainer zu beurlauben und den Sportdirektor gleich mit. Also bin ich mir nicht sicher, ob das so, also ob das nicht auch gleichzeitig quasi den neuen Trainer auch in eine sehr schwierige Position bringt. Also der muss dann einfach in sehr kurzer Zeit funktionieren. Und wenn das nicht so ist, der Fall ist, und das war jetzt halt auch nicht so der Fall, dann glaube ich, wird es noch mal schwieriger und man macht sich da vielleicht auch noch mal mehr Druck. Und Rapid steht sicher sowieso unter einem enormen Druck. Und ich glaube, das ist dann, da macht man sich das Leben selber auch nicht einfacher. Wäre meine Einschätzung von außen allerdings. Ja. Kann man natürlich jetzt resümierend auch sagen, Gerhard, der Trainerwechsel hat nicht viel gebracht, oder? Wenn man sich die Tabelle anschaut, nicht. Nein. Ich glaube nur, dass sich Rapid die Latte selbst viel zu hoch gelegt hat. Du hast selbst gesagt, das Champions League und hat, glaube ich, unterschätzt dieses Stadion, überschätzt, nicht unterschätzt, sondern überschätzt. Sie haben geglaubt, in diesem Stadion kann eigentlich nichts passieren, hat auch ganz gut begonnen und haben sich meiner Meinung nach zu viel auf die Nebenschauplätze konzentriert am Anfang und haben das Sportliche, das wird schon funktionieren, weil eben das Stadion ein Selbstläufer, die Leute kommen, sie werden dort die grüne Hölle, die sie so oft propagiert haben, ist mittlerweile ziemlich kalt geworden, glaube ich. Es tut sich dort niemand wirklich schwer. Verliert zwar vielleicht knapp, aber so wirklich schwer ist es nicht. Und sie haben sich viele Nebenschauplätze aufgemacht dadurch, glaube ich. Und jetzt muss eben der neue Trainer versuchen, oder der neue Trainerstab, der neue Sportdirektor, das Ganze wieder in eine Linie und eine Schiene zu bringen, die nicht so einfach ist. Ja, der neue Geschäftsführer Sport ist angesprochen. Freddy Bickel, der war heute auch in Altach dabei, übernimmt ja offiziell seine Position erst mit Anfang des kommenden Jahres. Und seine Einschätzung nach dem Spiel hören wir jetzt im Gespräch mit Gerhard Krabat. Freddy Bickel, wie enttäuschend ist denn das Bild, das Rapid heute abgegeben hat? Ja, enttäuschend, glücklich macht es nicht, das ist ganz klar. Aber ich denke, das Bild hat sich auch mit diesem Spiel nicht groß verändert. Wir wissen alle zusammen, wo Probleme liegen. Wir wissen, dass nicht ein sehr einfacher Weg vor uns liegt. Aber ich muss schon sagen, ich bin trotzdem zuversichtlich, habe ein gutes Gefühl und glaube auch, dass wir zusammen diesen Weg finden werden. Was sind denn die Hauptprobleme? Spreche diese nicht gerne an, bereits jetzt, bevor ich eigentlich wirklich im Amt bin. Aber ich denke, es ist für jeden ersichtlich, dass eine gewisse Verunsicherung da ist. Ich denke, es war kein einfaches halbes Jahr für die Mannschaft. Der Erfolg blieb aus, die Resultate waren nicht wie gewünscht. Der Trainerwechsel, ein neuer Trainer, Sportchef nicht da, die Verletzungen. Es kamen da viele Sachen hinzu, denke ich auch. Und wenn man heute auch oder die letzten Spiele betrachtet, die Körpersprache auch von den Spielern. Ja, ich denke, da ist wirklich vieles auch im Kopf und vieles mental, wo man sicher aufzuarbeiten hat. Wie viel Handlungsbedarf ist denn am Spielersektor auch notwendig, beziehungsweise wie viel Handlungsspielraum wurde Ihnen denn zugesichert? Wir haben überhaupt nicht über das gesprochen, wollte ich auch nicht. Ich denke, es ist auch nicht, mag vielleicht nicht so logisch tönen, aber ich denke, es ist nicht unbedingt so, dass man unbedingt sofort jetzt Spiele wechseln muss oder Mannschaft auswechseln muss oder neue Spieler holen muss. Ich denke, man muss die Probleme von Grund auf angehen. Und ich denke, dass zwei, drei klare Sachen, die man rausgeben kann oder die man verändern kann, vielleicht genauso wichtig sind, wie wenn du ein, zwei neue Spieler hast. Ich denke, die Qualität der Mannschaft, die ist da. Es ist eher ein zu großes Kader, vor allem wenn man die Rückrunde betrachtet oder die zweite Saisonhälfte betrachtet, wo es weniger Spiele gibt. Ich denke, das ist ganz sicher vorrangig, bevor man dann diskutiert, wo man jetzt vielleicht den einen oder anderen Spieler noch holen könnte. 12 Punkte liegt man bereits hinter dem Europacup-Platz. Also wie schwierig wird es denn über die Liga, dieses Minimalziel heuer überhaupt zu erreichen? Ich denke schon, dass das machbar ist, aber ist mir auch bewusst, dass das nicht einfach ist. Das ist
beinahe jedes Spiel dann ein Cup-Spiel. Du darfst keine Punkte liegen lassen. Das ist logisch. Der Druck wird ganz sicher nicht tiefer werden in dieser Rückrunde. Aber ich denke doch, dass man den Anspruch schon haben muss, dass man auch das nächste Jahr europäisch vertreten ist. Was werden denn Ihre ersten Aktionen jetzt auch sein in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen? Wo werden Sie ganz speziell auch ansetzen? Ich denke, das Wichtigste ist insbesondere, dass man die Gespräche sucht, dass man mit dem Trainer spricht, mit dem Staff spricht, mit der Mannschaft spricht und irgendwo auch schaut, wo man helfen kann und wo der Schuh am meisten drückt und wo man vor allem möglichst schnell etwas bewirken auch kann. Dankeschön. Danke auch. Natürlich ein Riesenerfolg für uns als Mannschaft, für den ganzen Verein. Ich denke vor allem die Spielweise kann uns auch stolz machen. Wir haben heute wieder eine gute Balance gefunden, waren vorne sehr effektiv und haben hinten eigentlich kaum was zugelassen. Schade, dass die Saison jetzt schon vorbei ist, aber wir werden uns natürlich wieder gut vorbereiten und dann im Frühjahr schauen, dass wir mit der gleichen Stärke dann wieder zurückkommen.